Hallo, der kleine Spectator vor euch im Mikrofon. Wir spielen weiter The Shore. Ein Cthulhu-Spiel, das an Qualität bisher, also atemberaubend ist. Bahnbrechend. Hatte hier gerade irgendwas. Es ist scheißegal, wo ich das Ding anlaser, oder? Wir lasern nur noch leicht. Weil, keine Ahnung. Warum nicht? Macht es irgendeinen Unterschied, wo ich hinlaser, wie sich das Ding dreht? Oder ist es eigentlich scheißegal? Ich will die leuchtenden Balls nicht wieder in die Hand nehmen. Da wird ja wieder potenziell stuck oder sowas. Was will das Spiel von mir? Okay, jetzt haben wir wieder den Ball. Der leuchtet. Ein leuchtender Ball. Kann ich den anderen Ball in die andere Hand nehmen? Kann ich Bälle dual wielden? Geht das? Nein, kann ich nicht. Tja, Leute, und sonst so, was geht bei euch? Ich finde das Ball-Gameplay echt geil hier. Also, muss ich schon sagen, das ist stark. Stark. Wir haben hier einen Würfel, mit dem wir nicht mehr interagieren können, solange wir das Artefakt nicht haben. Wir haben überall, keine Ahnung, Platten, die nichts tun. Und wir haben einen leuchtenden Ball. Kann ich den irgendwo auf dieser Scheißinsel einsetzen? Alter Dagon, bist du eigentlich blöd? Warum hilfst du mir nicht? Du willst doch auch befreit werden, oder nicht? Wie hätte ich jemals die Möwen vergessen können? Die mächtigsten Kreaturen auf dieser Insel. The Shore. Premium Spiel, Premium Gameplay. Gib einen Tipp. Nein. Gib nur ein Paint-Menü. Ja, ich meine. Sind halt Büsche, ne? Und dann ist hier unsichtbare Wand. Eine unsichtbare Wand voller Unsichtbarhaftigkeit. Eine unsichtbare Wand. Oh yeah. Da muss ich doch glatt wieder singen. Denn ich habe so viel Spaß an diesem Spiel. Ihr doch garantiert auch, nicht wahr? Bestes Cthulhu-Spiel seit langem. Er braucht schon Call of the Sea, wenn er auch The Shore haben kann. Oder Call of Cthulhu. Alles kann einpacken. Gegen fucking The Shore.
Das Spiel ist halt auch so neu und kein Schwanz hat es gekauft. Da würde es sogar schwer werden, im Internet nach der Lösung zu suchen. Warum muss ich mit meinem leuchtenden Ball hin? Kann ich hier nicht einfach den, keine Ahnung, durchwerfen oder so? Irgendwas in der Richtung. Irgendwo fucking E drücken. Ich guck kurz im Internet nach einer Lösung. Falls ich einen finde. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind wieder da. Ich habe im Internet, im Steam Forum, nach der Lösung geguckt. Viele Menschen hängen zum Beispiel daran, als das große Viech einen verfolgt und man das Artefakt sammeln muss. Wenn sie das Artefakt gefunden haben, wissen sie nicht, dass man einfach weit wegrennen muss. Okay? Oder auch in der Höhle, wo die Schoketten waren. Da hängen auch einige Leute, weil die Viecher halt die ganze Zeit respawnen. Also die Dinge, die mir quasi auch so ein bisschen passiert sind. Und hier ist die Lösung, dass diese blauen Dinger müssen in die Augen der Statuen. Dieser Statue. Und man muss dafür ja genau den richtigen Winkel haben. Ansonsten sieht man dieses fucking E-Symbol halt nicht, dass man damit interagieren kann. Wundervoll, nicht wahr? Wundervolles Gameplay. Und hier müssen wir jetzt in alle Augen einen glowenden Orb reintun. Wenn dieses scheiß Auge zum einen etwas offensichtlicher wäre, also ich meine, das wäre bei Sachen, mit denen man interagieren kann, ne? Und zum anderen vielleicht auch etwas großzügiger wäre, wann es angezeigt wird, dann hätte man da deutlich weniger Probleme. Aber dann wäre natürlich das challenge-mäßige Puzzle-Gameplay ja gar nicht mehr vorhanden, ne? Ich meine, die Rätsel sind ja schon krass. Hier Stäbe reindrücken und dann die Dinger nehmen und da rein und dann wieder Stäbe reindrücken. Da haben die Entwickler sich richtig was rausgelassen. Also es war im Kindermalbuch war das ganz weit vorne bei den Rätseln. Ne? Und jetzt müssen wir da hin und keine Ahnung, mit dem Ding da interagieren. Da habe ich nicht geguckt. Ich dachte, da wäre eigentlich dann eh angesagt. Muss ich das jetzt irgendwie richtig drehen? Sieht sich das Teil überhaupt dafür, wie ich es drehe? Ich lese es unten an und es dreht sich halt trotzdem nach oben. Ich glaube, das ist scheißegal, wie ich es anlaser. Aber just for the lols ändern wir trotzdem mal hier irgendwie die Position. Das eine Dreieck sah doch vielversprechend aus. Also das eine Dreieck von den vielen Dreiecken, oder nicht? Oder kann ich mit dir irgendwas machen, Dagon? Nein? Ja doch, so ein bisschen beeinflusst es ja schon. Wo ich hinlaser, ne? Ich will dich unten haben, dich da. Weil du siehst eigentlich am vielversprechendsten aus.
nochmal anlasern. Ist es jetzt unten? Ich glaube, jetzt ist der Teil, den ich unten haben will, unten, oder? Aber es ändert nichts dran. Sobald du alle drei bla bla bla. Man muss beide. Fülle alle vier Augen, hole einen weiteren Orb und platziere es in den Zirkel. Ach, das muss man auch noch machen. Wir sind noch gar nicht fertig bei dem krassen Rätsel da hinten. Leute, ich bin ja viel zu voreilig. Da fehlt ja noch was. Eine Rätselhaftigkeit. Natürlich reicht es nicht, dass wir hier nur die paar Orbs hier genommen haben und in die Augen reingesteckt haben. Nein, wir müssen hier noch einen weiteren Orb machen. Der wird vergrößert. Den stecken wir da rein. Und damit haben wir die Orbhaftigkeit dann abgeschlossen. Leute, so funktionieren Cthulhuide Rätsel. Gut, dass sie sich für die Farbe Blau entschieden haben. Ansonsten müsste ich die ganze Zeit an Uranium denken, wenn ich das Leuchten hier sehe. Wenn es grün gewesen wäre. So, jetzt. Jetzt dürfte das funktionieren, oder? Oder fehlt da noch ein weiterer krasser Schritt? Oh, guck mal, es bewegt sich. Muss ich es jetzt anlesen, ja? Dagon approved. Stummelschwanz darüber. Oh Gott, jetzt wird das richtig sexuell, was hier passiert. Der besteckt Jeffrey. Ach, das ist quasi sein Batmobil oder was? Dagon, warst du nicht zu Fuß schneller als mit deinem Batmobil. Na, ich will dich gar nicht kritisieren. Du weißt schon, was du machst. Das passt schon. Muss ich hier noch den Würfel wegwürfeln? Geil. Achievement unlocked. Dagon. Ich bewege die Maus, um sicherzugehen, dass ich nicht einfach falsch rumstehe. Okay, okay. Anusloch, alles klar. Ha, ha, ha. Alter! Okay, das reagiert er nicht freundlich drauf. Das hat aber auch ein Achievement gegeben. Nirgends zum Hinrennen. Nowhere to run. Sehr gut. War also der smarte Move, den ich da gemacht habe. Okay, wird rumgelasert. Okay, das war nicht richtig. Kann ich mit dir kuscheln? Hast du mich lieb? Zack. Und zack. So.
soll ich da machen? Ja, die nächste Premium-Stelle, an der wir überhaupt nicht hängen werden, ist gefunden. Oh nein, das war der falsche. Den wollte ich gar nicht aktivieren zuerst. Wir dürfen nicht kopflos reagieren. Wir müssen das hier irgendwo hintun, wo es Sinn hat. Vielleicht jemanden in den Hintern stecken. Überall Tentakels und Tentakels und Tentupels. Mortals will see. We will meet one of my many forms. Aha. Einfach alles anlasern, oder? Einfach alles anlasern. Beware, I heard you will find Satana Gotha, an manifestation of Cthulhu's subconscious mind. Try to avoid it. Okay, ich versuch's, aber... Snaggert mich! Warum muss ein immer alles wegsnaggern? Cthulhu, warum kannst du keinen Shit machen, Alter? Kannst ja gar nichts. Darüber habe ich keine Kontrolle und darüber habe ich keine Kontrolle und meine Inkontinenzwindel muss ich auch regelmäßig wechseln, weil darüber habe ich auch keine Kontrolle. Meine Fresse. Ja, geil, da war ich natürlich stuck an einer unsichtbaren Wand. Okay, man kann es aufhalten. Dauert aber immer ein bisschen. Ich sag jetzt mal so, hier auch falsch. Aber gut, wir wissen, dass wir es anlesen können und das hält es zumindest ein bisschen auf.
schließt ja auch nicht die Tür hinter uns. Da ist sie so richtig dumm. Und hier ist der Weg, den wir vorhin schon lang gegangen sind, der gefehlt hat. Dann kam von der anderen Seite. Genauso falsch ist der Weg halt immer noch. Aber da hier auch absolut nicht alles gleich aussieht, wir brauchen etwas mehr Abstand. Dumm im Kreis herum. Und währenddessen werde ich von Tentikula, dem unglaublich tentikularen Testikel, verfolgt. Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Boys, ihr dummen Wichser, habt mich festgehalten. Gott sei Dank, ey. And now, my water, you stand before him, the slumbering god. I have sealed him from within. Ich glaube, wir haben es fast durch. Daher macht's ihn jetzt durch. Keine Abmods mehr, falls ich es doch in mehrere Teile aufteilen muss. Du bist aber klein geworden. Okay. Ich hab's nicht vergessen, ich dreh die Maus, ich dreh die Maus. Okay. How is this going to help me find my daughter? We have to nuts things first before we bring her back. What do you mean, bring her back? Do not get ahead of yourself. I need you to stay focused. Focused. All right. But what did you mean by nudging things? It's one of these laser beams has an effect on this world. You and your will are the key to disrupt their influence. My father used to speak of how we're not in control. That our fate is sealed from the moment we're born. And that is why we were meant to be fishermen in our family. Die Special Taube ist auch, Möwe ist auch wieder am Start. Finde ich sehr, sehr gut. Die trifft nämlich sehr gut den Konsens dieses Spiels, finde ich.
Ach Gott, das wäre. Wir machen doch nochmal eine Abmod. Der Blind Spectator war bei euch am Mikrofon. Wir sehen uns beim nächsten Teil von Fucking Shore wieder. Bis dahin. Okay.